Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lego Star Wars die Skywalker Saga. Freunde, an der Stelle erstmal Dankeschön für die Unterstützung eurerseits. Danke für die ganzen Likes, Kommentare. Auch hier gerne Like da lassen. Für den Algorithmus auch gerne einen Kommentar. Freunde, ihr wisst Bescheid. Gewinnspiel abchecken in der Videobeschreibung. Und Freunde, ballert mir gerne mal in die Kommentare von den ersten drei Episoden. Welche findet ihr am besten? Welche findet ihr am besten? Und da kann jeder von euch was dazu sagen. Also gerne in die Kommentare ballern. Ansonsten würde ich sagen, starten wir durch. Ja, Gewinnspiel, wie gesagt, auch abchecken in der Videobeschreibung und let's go. Ansonsten, ich bin leider erkältet, vielleicht hört man das. Ja. Jeder Like, Freunde, für dieses Video hilft mir, gesund zu werden. Ihr wisst Bescheid. Na gut, aber lasst gerne ein bisschen Liebe da. Meister, General Grievous' Schiff befindet sich direkt voraus. Leute, ihr seid die Besten. Ich hätte nie gedacht, dass ihr es bis zum Ruhestand durchhaltet. Aber jetzt ist es... R2, lokalisiere den Kanzler. Das Signal des Kanzlers kommt von der Aussichtsplattform, oben in diesem Turm. R2, bleib hier und leite uns. Okay. Holen wir uns einfach still und heimlich den Kanzler. Ich hatte jetzt echt gedacht, die machen... Ist das heimlich genug, Meister? War das das? Ich dachte, die würden jetzt das Spielrechte einbauen, dass du da mit den Raumschiffen da erstmal hinfährst, weil das ist eigentlich eine geile Szene, wa? Die Eröffnungsszene von Star Wars, von Episode 3 ist schon mega nice. Nutzlose Jedi, ihr seid zu spät gekommen und jetzt soll er... R2, kannst du uns hier rausbringen? Also dann, R2. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Seht ihr? Ihr hättet nicht an ihm zweifeln sollen, Meister. R2. Achso, oh. Wo ist der denn jetzt? Achso, der ist gar nicht bei uns. Okay, der macht sein eigenes Ding. Gut. Hallo? Hallo? Hey! Ich hab gesagt, was gibt's? Wo jetzt hier, Mensch? Also, wie gesagt, ich finde Episode 3 von der Prequel-Trilogie finde ich auf jeden Fall am besten, ey. Auf jeden Fall am besten. Okay, Gran Turismo wurde aktualisiert. Können wir das? Ne, anscheinend nicht. Okay, das können wir nicht. Okay. Grievous ist schon nice. Order 66. Der Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin. Gibt einfach viele krasse Sachen, ne? In der Episode. Count Dooku nochmal, der letzte Fight mit dem. Der wird wahrscheinlich auch gleich stattfinden. Scheiße, dumm von mir. Was ich aber sagen muss, ich find's ein bisschen schade jetzt schon, dass sie Clone Wars nicht mit reingebracht haben. Ich meine, klar, die konzentrieren sich auf die Filme, das ist ja auch in Ordnung, finde ich ja okay so. Aber die Klonkriege, wenn du sagst, die Skywalker-Saga, also was Anakin in den Klonkriegen gemacht hat, gehört, finde ich persönlich, mit dazu, so, um die Skywalker-Saga komplett zu erzählen, oder? Oder was meint ihr? Man, davon mal abgesehen, wäre das auch geil gewesen, ne? Wahrscheinlich, oder? Nee, ich kann es nur bewegen. Aber nicht anheben. Warte mal kurz. Ah, das kann ich aber anheben.
Doch, nicht gesehen, gerade nicht gesehen, Mensch. Wie gesagt, ich habe eine Ausrede, ich bin krank. Ich spüre Count Dooku. Und nehme trotzdem für euch auf, Mensch. Gehen wir weiter. Wie kann man so ein krasser... Nein, Spaß. Aber doch, wie kann man so ein krasser Ehemann sein? So, komm mal her hier. Was ist, soll das Wasser sein hier? Ja. Sag mal. Wir haben keine Zeit für weitere Ablenkungen. Also, sag mal, die KI kann auch gerne mal mitkämpfen, wa? Was soll denn das? Die ist auch nur, die läuft auch nur mit, oder? Macht sonst gar nichts. Jawohl! Nice. Ich glaube, R2 macht das langsam Spaß. Seid ihr jetzt froh, dass er mitgekommen ist? Ziemlich. Das hast du doch gerade eben schon gesagt. Wir sind alle froh, dass er dabei ist. Ist doch wohl klar. Meister, wir sind da! Kanzler! Geht es euch gut? Count Dooku. Darauf hatte ich mich bereits gefreut. Count Dooku nochmal! Alleine der Lichtschwertgriff von Count Dooku ist schon besser. Gut. Hochmut kommt vor dem Fall. Aua, das tut doch weh. Holt Hilfe. Ihr könnt ihn nicht bezwingen. Er ist ein Fisch. Kanzler Palpatine. Holt Hilfe. Ihr könnt ihn nicht bezwingen. Hey, lass los. Oh, ich hasse das, dieses Stick-Wackeln. Ich hasse das bei den Spielen, das macht immer den Stick kaputt. Das tut auf jeden Fall nicht gut, ey. Dooku, Dooku. Let's hope, da ist er ja. Nutze ihn. Ihr werdet für das bezahlen, was ihr mir angetan habt. So, das erste Leben ist weg. Bitte kümmert euch um unsere geschätzten Gäste. Es scheint, als hätten wir zu schauen. Das ist sinnlos. Ja, aggressiv. Und ein anderer ersetzt ihn sofort. Ja, komm her. Komm doch her, du Feigling. Jetzt springt er wieder durch die Gegend oder was? Mensch. Also alleine die Bossfights, weißt du? Die Lichtschwerter Bossfights sind doch schon so viel cooler, oder? Als in den letzten Spielen. Nein, ich wollte ein 50er Combo machen, ey, Mann. Doch, ist alles drin, 50er Combo, komm, komm, komm. Irgendwie hat er so ganz komisches Auto-Aiming gerade auf Count Dooku. Alter, was ist denn mit der Kamera los? Ich kann ihn nicht mehr frei drehen. Was ist das? Was soll denn das? Ich will doch die Droiden erstmal wegmachen. Na gut, okay, dann. Ganz komisches Auto-Aiming gerade auf Count Dooku. Er ist ein echter Macher. Er ist ein echter Macher. Ja, genau. Ich kann nicht mehr die Kamera frei drehen, ne? Na egal. Egal, ist ja eh gleich platt. Tu es! Jedi Abschaum! General Grievous! Dieses Mal nicht! Kenobi!
Schnallt euch bitte an. Ich ernenne dich zu meinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi. Der Rat wählt seine Mitglieder selbst, das wird er nicht akzeptieren. Ich glaube schon. Sie brauchen dich. Und wieder eine Bilderbuchlandung. Mehr als du ahnst. Kanzler Palpatine. Da Count Dooku nun tot ist, wird der Krieg sicher zu Ende gehen. Der Senat wird für die Fortsetzung des Krieges stimmen, solange Grievous am Leben ist. Oh, Anakin. Aha! Du hast mir gefehlt, Padme. Etwas Wunderbares ist geschehen. Oh, das ist wunderbar. Was sollen wir jetzt machen? Anakin! Es ist mir gleich, ob Sie von unserer Heirat wissen. Anakin! Komm, Anakin. Der Rat der Jedi verlangt unsere Anwesenheit. Anakin, der kleine Stecher. Gut. Von Palpatine persönlich in den Rat ernannt. Commander Cody, nice. Natürlich, Mann. Es wird interessant zu sehen, was ihr alten Jedi dort so treibt. Wir sind nicht alle so alt wie Yoda, weißt du? Aber mit dem Alter kommt Weisheit, Anakin. Vergiss das nie. Okay. Ich kann es kaum erwarten, diesem Krieg endlich ein Ende zu setzen. Immer schön der Reihe nach. So, Jedi-Tempel. So, warte mal, wir können ja mal ganz kurz gucken. Schneller springen noch. Nee, ich glaube noch schneller springen. Na, warum nicht? Jedi. Komm mit, Obi-Wan. Ja, wie gesagt, ist schon ein cooles Spiel. Schon cool, ich mach echt schon Bock. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, also von mir, also was heißt fehlt? Von mir aus könnte es noch ein bisschen mehr dieser typische Lego-Humor sein, weißt du? Der ist schon gut vorhanden. In den Cutscenes und so weiter, aber das könnte gerne von mir aus, könnte es noch ein bisschen noch mehr sein. Weil ich mag den eigentlich ganz gerne, diesen Slapstick-Humor, wisst ihr? Da seid ihr. Ich mag das eigentlich ganz gern. Wollen wir die Sitzung des Rates der Jedi beginnen? Ja, klar. Du bist Mitglied des Rates. Aber wir erheben dich nicht in den Rang eines Meisters. Was? Wie kann man dem Rat angehören und selbst kein Meister sein? Setz dich, junger Skywalker. Der Rat möchte, dass du über alle Aktivitäten des Kanzlers Bericht erstattest. Wir wollen wissen, was er vorhat. Ich verstehe. Wir haben alle Systeme in der Republik überprüft. Aber kein Anzeichen von General Grievous. Im Outer Rim? Grievous sich versteckt. Master Kenobi sollte gehen. Hm? Ich stimme zu. Ei. Was ist mit dem Droidenangriff auf die Wookies? Yoda wird mit einem Bataillon von Klonen die Wookies auf Kashyyyk verstärken. Möge die Macht mit uns allen sein. Genau sowas meinte ich. Sir, wie lautet unsere Mission? Meister Yoda glaubt, dass sich General Grievous irgendwo im Outer Rim versteckt. General Grievous zu finden. Wir fliegen zunächst zum Planeten Utapau. Dort können wir auftanken und unsere Suche planen. Verstanden. Komm mit, Cody. Genau diesen Humor meinte ich. Tja, das sind so die kleinen Entscheidungen, ne? Müsst ihr quer über den Planeten? Ja, muss ich. Die Beine aus, oder was auch immer. Ja, wie gesagt, so zwei, drei Clone Wars Level, das wäre auch schon geil gewesen. Tja. Naja, schade.
Weiß ja auch gar nicht, was da so... oder ist es vielleicht sogar DLC-mäßig angekündigt schon? Ich weiß gar nicht. Cody, sorry! Pau, da sind wir doch schon. Da sind wir doch schon. Nice, ey. Müssen wir ein bisschen nutzen, ey. Solange wir noch mit Cody kämpfen können, ey, müssen wir das ein bisschen nutzen, oder? Seid gegrüßt, junger Jedi. Ich würde eure Stadt gerne als Basis nutzen, während ich in den umliegenden Systemen nach General Grievous suche. Er ist hier. Auf der 10. Ebene. Tausende von Kampfdroiden. Bitte um Verstärkung. Aha. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Armee der Republik uns hier entdeckt hat. Ich entsende euch in das Mustafar-System im Outer-Rim. Dort werdet ihr sicher sein. Hallo, wie geht's denn so? General Kenobi! Ja. Ihr seid am Zug. Ja. Ihr seid ein Dorn. Ich bin in eure Gegenwünschen ausgeklungen. Von Count Dooku. Oh Mann, ey. Hat er das im Film auch gesagt? Hallo, wie geht's denn so? Ich weiß es gar nicht mehr. Man kennt ja nur noch die, das englische Meme, oder? Ja, das glaube ich auch. Okay, das war's auch schon mit... Ja, komm, macht keinen Sinn. Aber warum? Das geht ja mega schnell, Alter. Count Dooku, jetzt schon der Bossfight mit Grievous? Was ist denn los, Mann? Aber Grievous ist doch die richtige Synchronstimme, ne? Genauso wie bei Padme. Ich glaube, Padme hat auch die richtige Synchronstimme, oder? Habe ich mich verirrt? Ich weiß gar nicht. Aber bei Grievous würde ich sagen, das ist der richtige Sprecher. Hört sich auf jeden Fall genauso an. Oder? Verstärkung. Verstanden. Greifen Sie an. Ich werde den Brett pusten. Probier's doch, ey. Es muss einen Weg geben, Grievous wieder hier runterzubringen. Eure Kühnheit ist beeindruckend. Einfach draufschlagen da, Alter. Einfach draufschlagen. Ihr seid nur ein besserer Laufbursche für Dooku. Komm her, wo willst du hin, hä? Vor meine Nase, ey, Freundin. Roger, Roger. Oh Mann, ey. Komm schon, jetzt. Die machen wir nochmal Platz.
Freunde, ey, ich muss unbedingt mal... General Grievous nicht aus den Augen verlieren. Unbedingt mal eine Pause machen, Freunde. Es war mitten im Boss weiter, aber wir machen beim nächsten Mal weiter. Sorry, ey. Mann. Meine Augen drehen gerade ein bisschen zu sehr. Wir hören uns beim nächsten Mal, brauchen kurz eine Pause, dann machen wir, wie gesagt, hier weiter und ja, ey, irgendwie geht schnell, wa? Die Episode 3. Ja, krass. Wir hören uns beim nächsten Mal, lasst gerne ein Like, da würde mich sehr, sehr freuen und haut rein.